Herzlich willkommen und einen schönen Freitagabend. Ich begrüße Sie bei Was gibt es Neues mit Günter Leiner. Malarina. Hallo. Bernie Wagner. Hallo. Rudi Schöller. Und Alex Christian. Hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich muss gleich einmal ganz kurz gratulieren. Ich habe vor ein paar, eineinhalb Wochen ist es her, gelesen, obwohl wir erst das Jahr, noch das Jahr 2022 haben, dass jemand im Jahr 2023 den Salzburger Stier bekommt. Und die Dame sitzt heute bei uns. Herzliche Gratulation, Malarina. Bravo. Danke schön. Vielen Dank. Danke. Danke schön. Ganz toll. Danke schön. Danke. Und zu Recht. Zu Recht. Danke sehr. Gut, Gratulation dazu. Das Thema. Gastarbeiter, darum hast du mich eingeladen. Schön. Ja, ich nenne ihn immer Johann. Warum, weiß ich nicht. Es ist der Welttoilettentag. Und zwar ist der am 19.11., also morgen. Und man muss aber dazu sagen, da schmunzelt man immer viel. Welttoilettentag hat aber einen wirklich ernsten Hintergrund, weil er darauf aufmerksam machen soll, dass ganz viele Menschen auf dieser Welt keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen und klarem Wasser haben, etc. etc. Also auch diesen Hintergrund gibt es beim Welttoilettentag. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, die humorvolle Seite dieses Tages irgendwie zu betonen. Zwei Fragen hätte ich. Ihr dürft euch aussuchen. Es hat nämlich mit Toilette zu tun. Und sie spielen in zwei unterschiedlichen Ländern, in zwei wirklichen Vorzeigedemokratien, und zwar Turkmenistan und Nordkorea. Wie heißt der erste Ort? Ort ja? Turkmenistan. Ja, nein, nur das ist dann wegen der Frage. Das ist gleich im Leon-Ding. Ja. So, und ihr dürft euch aber aussuchen, wir haben nur eine Frage, wir nehmen nur eine Frage. Ihr dürft euch aussuchen, Turkmenistan oder Nordkorea? Was ich sage Turkmenistan. Turkmenistan. Was ist das jetzt für, wieso müssen wir jetzt die Fragen aussuchen? Weil das Land dann Toiletten kriegt. Das ist so eine EU-Geschichte. Also schau, wir haben schon gehört, Turkmenistan, das ist wunderbar lieber, weil die habe ich auch, die haben sich heute bei der Proberunde die Leute auch ausgesucht, die kann ich schon. Okay. Nehmen wir Turkmenistan? Nehmen wir Turkmenistan. Ja. Gefällt mir nämlich auch sehr, sehr gut. Ich möchte nämlich wissen, warum Toiletten in Turkmenistan 2018 landesweit Besuch vom staatlichen Geheimdienst bekommen haben. Alle. Oder sehr viele. Toiletten. Weil sie abhörsicher gemacht worden sind. Die also, Toiletten? Ja, genau. Da wurden Gehörmuscheln gegen Klomuscheln ausgetauscht. Aua! Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit für den Pass auf, bitte? Boah. Das ist ein haariges Mikro, oder was? Schön. Ja, weil sie ausgetauscht. Also, ich hab schon gesagt. Ja. Aber das stimmt nicht, oder? Leider. Aber vielleicht hat die Opposition. Die Opposition. Er hat's verstanden. Ja, die Opposition. Ja. Vielleicht hat die Opposition getwittert: ja. Die Regierung lassen wir runter. Auch das ist ja. Das hat dieses. Das ist ganz wichtig. Das ist das Wichtigste beim Toilettenbesen, wirklich. Was? Das, dieser Absatz für den Rand, also unten, ja. Dass du da reinfährst. Ja, aber da kann ich ohne den Mark, hast du... Nein, du hast keine Ahnung, du hast noch niemals in deinem Leben eine Toilette. Ich bin schon wieder wie ein Ding der Woche, ist also sinnlos. Das ist ein Toilettenbesen, also ich meine... Rudi, ich war nicht drauf gekommen. Die Frage ist natürlich zu klären, in welcher Kloposition ist die Opposition? Kloposition. Was ist das? Ich würde sagen, sie sitzen. Es sind eine Regierungssitze. Deswegen heißt es auch Opposition. Sonst wäre es eine Opposition. Ich glaube, man kann sogar sagen Poposition. Oh, merkst du, der Herr Schöller und ich? Boah, ihr seid so, macht mal ein Programm. Macht mal ein Programm, oder? Ja. 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 Oder der turkmenische Jeffrey Dahmer hatte Reizdarm. Der turkmenische. Jeffrey. Nein, oh, sorry.
Es ist, warte, was noch? Wer geht wo aufs Klo? Großartig. Viel Spaß. Ein Kinderbuch. Warum wirfst du mich immer mit den schwersten Gegenständen? Ja, weil du ein Schwergewicht bist, ein kabarettistisches. Ein kabarettistisches. Steht da die Antwort drin. Nein, ist das süß. Ja, gell? Der Kinderbuch. Wer geht aufs Klo? Wer geht wo aufs Klo? Wer geht wo aufs Klo? So. Gut. Super. Oder bitte, Bernie Wagner. Man weiß ja, dass Geheimdienste auch Tiere dressieren. Ne? Für so verschiedene, natürlich. Delfine zum Tauchen. Und die Klotiere wahrscheinlich. Genau, Schlangen. Ja. Ja, ja, wir kennen alle die Kloschlangen. Die Kloschlangen. Die Kloschlangen. Wir kennen sie alle nicht. Jeden Sommer schauen sie irgendwo außer und so weiter. Und ich glaube, die aus Turkmenistan kommen. Ja. Das sind Spitzelschlangen, die kommen außer, die schauen. Und der Geheimdienst hat da das Programm mal gecheckt, wie gut funktioniert das mit diesen Schlangen. Und es war sehr schlecht, weil die waren alle in Österreich in irgendeinem Häusl drin. Ich hab's, es war, wenn die Malerina es lustig finden, dann ist es sicher super. Ich hab's das die falschen Schlangen, oder? Das ist ja Wahnsinn, der Hund versteht mich nicht. Schau, nein, ich verstehe nicht. Ich bin froh, dass ich deinen Namen aussprechen kann. Bernie Wagner. Ja, schau mal, Oliver. Oliver, schau, nein, Oliver, du musst es einfach so vorstellen. Ich bin der Günther Leiner mit dreimal so schnellen Stoffwechsel. Das ist ja ein Frisbee. Das selbe Dialekt wird schneller. Ja. Du auf verstehst ja. Du brauchst dem nichts geben jetzt, ja? Oh ja. Du verstehst ja, oder? Schau, jetzt schau ich ja aus wie der Günther Leiner mit meinem neuen Kappel. Ich verstehe ihn schon, ja. Aber ich wollte nur sagen, er heißt Oliver Bayer, nicht Hund. Ja, Wahnsinn. Nein, aber so wie er das sagt, ist das voll okay. Gut, ich habe es voll verstanden, also ich habe es nicht verstanden, aber Malerina hat gelacht, also war es lustig. Okay. Und es stimmt mehr, da. Mehr brauche ich nicht. Sag aber wir wissen noch nicht, warum der turkmenische Geheimdienst... Mhm. Auf dem Klo war. Am Klo war. Nicht am Klo. Landesweit haben Toilettenbesuch vom staatlichen Geheimdienst bekommen. War das auch jetzt kommt Stimmung. War das in der Merkel-Ära in Deutschland, oder? 2018. Ich glaube, dass die Angela Merkel hat dem deutschen Geheimdienst den Auftrag gegeben, die Verdauungslinie nach Städten zu benennen. Und da ist es ja, also Essen, Darmstadt und Pforzheim. Ja. Ja, aber... Das ist gut, ja. Darüber hinaus, darüber hinaus hat der turkmenische Geheimdienst gesagt, merken Sie was, wir brauchen das auch. Ja. Ja, und haben versucht, turkmenische Städte auch nach Verdauungslinien zu benennen. Fallen mir jetzt drei turkmenische Städte ein? Nein. Gebe ich das Wort an Rudi Schöller. Ich probiere noch was. Rudi? Vielleicht gibt es in Turkmenistan auch Gratiszeitungen, so wie bei uns, und die haben dort auch die Qualität von Klopapier. Und die haben sich kritisch geäußert gegenüber der Regierung und jetzt wird das konfisziert. Macht das Sinn? Total. Bist du. Aber das habe ich nicht verstanden. Das nehmen wir nicht. Rudi! In Turkmenistan ist auf jeder öffentlichen Häusl eine Österreich-Zeitung. Bitte, nochmal, sag mal. In Turkmenistan haben sie auf jedem Häusl eine Österreich liegen. Oder? Nein! Nein, die machen Klopapier. Ich würde das jetzt sportlich so betrachten. Du bist aufs Tor zugelaufen und dann 5 Meter davor, Obung. Das habe ich früher oft gehört. Ja, auch. Das ist super. So, jetzt müssen wir mal. Turkmenistan wurde 2018 vom Alleinherrscher, ich habe es heute geprobt, ich kann ihn nicht aussprechen, Gurbanguly Berdimuhamedov regiert. Despot, ja, okay. Der hat zum Beispiel 2018 schwarze Autos verbieten lassen und du hast entweder dein Auto, wenn es schwarz war, verschrotten lassen müssen oder umfärben auf weiß. Warum auf weiß? Weil das seine Lieblingsfarbe war. Okay, also das damit. Ist aber ein sehr nettes Staatsoberhaupt, oder? Ja, und so, und warum haben jetzt, warum hat der Geheimdienst, dass die Toiletten aufgesucht? Weil die schwarz kehren. Was? Nein, weil nur weißes Klopapier mehr erlaubt war. Und die haben dann alles ausgetauscht auf weißes Klopapier. Nein, du warst doch schon bei der Zeitung. Was gibt es denn in solchen Staaten für Zeitungen? Na, jetzt bist du ja beim Öfer. Jetzt wird spannend. Ja, nur staatlich kontrolliert der. Natürlich. Genau. Ja. Genau. Und, dann hat und was hat der Staat, der Despot davon, wenn das falscherweise als etwas verwendet wird, wofür es nicht verwendet werden soll? Kommt es jetzt, kommt es drauf.
Okay, es dürfen keine staatlich kontrollierten Zeitungen als Grobapier verwendet werden. Ja, es gibt nur eine, die heißt Neutrales Turkmenistan. Okay? Ja, ist die auch weiß? Ist das einfach... Nein, die Tageszeitung Neutral, da steht alles drin, was der Despot Gutes macht. Natürlich. Genau, und das ist dann als Klopapier verwendet worden und das wollte er nicht mehr, also es ist wieder konfisziert worden. Ja, ja, ich würde es so gelten lassen. Die sind einfach, der Geheimnis ist ausgerückt und hat geschaut, wo es auf der Toilette liegt. Und wenn es auf der Toilette gelegen ist, dann hast du ein massives Problem gehabt. Weil das Letzte, was du mit neutrales Turkmenistan durftest, ist, es als Klopapier zu verwenden. Ah, das ist die Auflösung. Aber das ist in Österreich genau umgekehrt. Das ist das Einzige, was man verwenden kann. Der Unterschied zur Türkei. Achtung! Boah. Ja? So, haben wir noch? Okay. Ja, ja, genau. Aber die Sache bei denen ist halt, Wolfgang Fellner ist Präsident. Genau. Ich kriege übrigens nur eins, weil ich es gelöst habe. Naja, nein, du willst einen ÖV verschierst und das ist ich bedanke mich, ich darf mich noch bedanken bei Roland Zachhalmel aus Buchkirchen bei Wels. Danke vielmals. Morgen Abend, Samstagabend. Jetzt kommt das gute alte Samstagabend-Feeling der 80er Jahre, als wir noch Kinder waren oder Jugendliche. Du warst der Kind, glaube ich, 1988, oder? Ja, Übergang, ja. Der Berne und die Malerina waren, glaube ich, noch nicht einmal auf der Welt. Ich war Wunsch 1988. Ich habe meine Frisur importiert von 1988. Ich bin schon Moped gefahren. Ja. Und es gibt morgen eine weitere Ausgabe von Wetten, dass? Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker begrüßen unter anderem Superstar John Malkovich. Robbie Williams wird dabei sein, Herbert Grönemeyer, Veronika Ferres, Michael Bulli-Herbig, um nur einige davon zu nennen. Und warum ich so über das Jahr 1988 rede, ist, da gab es eine legendäre Wetten-Das-Ausgabe und das wird euch das, sagt euch das noch was, diese Buntstift-Wette. Ja, ja, der sich abgeschleckt hat. Ja, genau. Das war ein Betrug, der war von der Titanic, von der Zeit in Titanic und das war ein Betrug eigentlich. Ja. So ist es, genau. Und es war total profan, weil man hat dann spekuliert, ob es Elektroschocks oder ob er irgendwas gekriegt hat und er hat einfach nur an der Brille vorbei. Das ist nur also quasi, weil morgen eine neue Ausgabe von Wetten, das erfolgt und das war das Jahr 1988. Und warum habe ich die Buntstiftwette aufgebracht? Weil ich von euch wissen möchte, wer oder was ist ein, jetzt habe ich die Karten verdraht. Buntstift. Ein Schnupperstift. Wer oder was? Schnupperstift. Einer, der es ins Regal von diesen Jolly Buntstifte schaffen will und mal schnuppert, ob er überhaupt dafür geeignet ist. Und dann muss er Farbe bekennen. Ja, ja. Okay. Oder ein Schnupperstift ist so wie ein Lippenstift, nur für die Nosen. Ein Schnupperstift. So wie Lippenstift so. Ja, ja, ja. Und da hast du praktisch einen Schnupperstift dann so. Ja. Der innen. Also wenn du dir die Nase pudern möchtest. Das hast du jetzt zugesagt. Nein, aber ich meine... Nein, aber so irgendwas so... Die Nase pudern, ist das wieder so ein Fetisch-Ding? Nein, das ist kein Fetisch, das sagt man doch. Das sagt man so. Okay. Nase. Entschuldige, auch von der Sendung, ihr habt alle eure Nase gepudert bekommen. Ja. Was lachst du so blöd? Diese Corona-Tests, da habe ich das Gefühl gekriegt, mir wird die Nase pudern. Hast du Popo-Schaum. Bitte. Okay. Das ist es, der... Nein, das ist der aber sagt man nicht, wenn in der Berufsbezeichnung, wenn einer Stift ist, in der Lehrling oder so, wenn einer... Schnupperlehre. Was? Nein, wenn einer Stift, also ein Lehrer, in der Lehrling oder in der so ein Stift oder in der Berufsbezeichnung, gibt es das nicht? Helft es mir ein bisschen. Oder? Nein, wieso mal helfen? Ja. Hilf dir selbst, dann hilft dir... Ja, hilft dir niemand. Stiftmelk zum Beispiel. Was? Ja. Stiftmelk. Aber ich... Weißt du, wer das ist, der Stift? Weißt du, wer das ist? Der Stift. Stift Melk. Ja. Das ist der, der beim Bauern in die Lehre geht und das erste Mal unter die Kuh greift. Ja, und das ist es. Der Imperativ. Oliver. Du weißt das, oder? Stift Melk. Stift Melk. Es ist eigentlich ein Imperativ. Es ist so neutral, weil es ist einfach, es ist für Mönche oder so, die den Ruf schon hören, aber sie noch nicht ganz sicher sind. Gut, ja. Da gibt es einen Stift, wo du das ein bisschen ausprobieren kannst. Und das ist der Schnupperstift. Ja. Der
Das ist leichter. Ja. Das ist oder leichter. Das ist, wenn einer seinen ersten Rausch hat, im Stift, das Möck. Stift. Günther, bitte verfolge deinen ursprünglichen Gedanken. Ich weiß ja nicht mehr. Es ist schon, das wird immer weniger. Das immer war vor zwei Minuten. Was war das mit dem Beruf? Vor zwei Minuten. Ja. Was ist das? Es hat pass auf, es gibt irgendwann. In irgendeinem Bereich gibt es einen Stift. Jo. Das ist der Stift. Der Stift. Aber ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Und der Schnupper, das ist praktisch wie eine Schnupperlehre, nur halt ein Stift. Okay, pass auf, dann wollen wir das jetzt mal kurz so stehen lassen. Und ich sag dir, was hier auf meinen Karten steht. In großen Teilen Deutschlands und der Schweiz werden Lehrlinge oder Auszubildende umgangssprachlich auch als Stift bezeichnet. Somit ist ein Schnupperstift dort ein junger Mensch, der eine kurzzeitige Schnupperlehre absolviert. Ja, wow. Bravo! Na, das geht. Bist du sicher? Ja. Oh! Sehr gut. Stopp. Ja, so, ich muss mich noch bedanken beim Einsender dieser Frage. Die hast du wirklich großartig gelöst. Günther Leiner, Günther Daimling, Entschuldigung. Günther Daimling aus Dobersberg, 300 Euro Büchergutschein. Danke. So schön. Ich glaube, Günther, ohne da jetzt irgendwie, aber du, ist das die erste Frage, die du löst in diesen 10 Jahren, die du bei uns Nein. Nächste Frage. Jetzt kriege ich gleich ein paar Fotzen. Nein, aber stimmt schon, ich habe schon lange keine Frage mehr gelöst. Weißt, das ist schon lange, seit 10 Jahren. Ich denke mir oft zum Beispiel, soll ich den Blödsinn nicht sagen? Ja. Und wenn ihn da was dran sagt, dann stimmt es meistens. Ah ja, okay. Das bitte. War jetzt nicht. Na, ich freue mich, wenn du das bei der nächsten Frage gleich wieder am Blödsinn sagst, okay? Aber die kommt nicht von mir. Vorher möchte ich den Damen und Herren aber zu Hause sagen, bitte, erfreuen Sie uns weiter mit Ihren Zuschriften, mit Ihren Einsendungen, mit Ihren kuriosen Fachbegriffen, mit lustigen Fragen, Dingen der Woche. Die Adressen sind eingeblendet und Sie können auch hier Ihren großen Auftritt haben, wenn Sie dem Rateteam die Frage persönlich stellen wollen. Guten Abend allerseits, ich bin Andrasch aus Wien und meine Frage für euch heute lautet, wer oder was ist ein Klopilot? Ein Klopilot. Günther, bitte, gleich das Erste, was dir einfällt und es wird richtig sein. Es ist ein Co-Pilot, der aufs Klo geht. Also wenn ein Co-Pilot ist im Flugzeug und dann stimmt schon wieder, oder? Wahnsinn. Warte, ich habe einen Lauf. Stimmt. Ja. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen. Aber habe ich gut gespielt, oder? Das war Wahnsinn. Hervorragend, ja. Das kriegst du. Nein. Na, sag's nochmal. Ist das nur mehr so? Nein, nicht du. Das sag ich, das also Klopilot. Klopilot. Es gibt ja Leute, die fühlen sich am Klo so wahnsinnig wohl und die singen dann oft I believe I can fly. Na, den habe ich so gern. Willst du ihn haben? Willst du ihn haben? Ja, genau. Der Klopilot. Oder es gibt ja so ganz lange Flüge, die praktisch den ganzen Globus umrunden und dann hat es zusammengefasst dann auf den Begriff Klopilot. Aber ich. Also, du meinst, man schreibt Klopilot. Mit G. Mit G und B. Mit G, du hast das auch nicht so eindeutig ausgesprochen. Ich habe gar nichts gesagt, das hat der Andrasch gesagt. Ah ja, richtig, sorry. Ja, jetzt bin ich schuld, ne? Sorry, ja. Nein, Globilot, also wie Globuli. Ja, genau, der fliegt einmal um den Globus und das ist der Globilot. Der Globilot, das gefällt mir gut. Ist leider falsch, aber schade. Vielleicht gibt es eine komische Art Sport unter Jugendlichen. Ja. Die machen ja manchmal komische Sachen. Ja. Und dann ist es so, wer schafft es aus der höchsten Höhe, ins Klo zu kacken. Ja, oder? Aber ehrlich gesagt, es ist jetzt weh. Ja. Aber auch wenn ich mir jetzt gerade denke. Oh. Nein, ich bin noch nicht ganz sicher, weil ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht, aus der Höhe reinzuscheißen oder rauf zu springen auf dieses Klo. Okay. Aber eins von den zwei muss es sein. Ja. Ja, also ich würde sagen, wir stimmen ab. Okay, gut. Aber ganz offen und ehrlich, das was Erste, was du angedeutet hast, also mit dem aus höherer Höhe da hinein zu, das ist sicher irgendwo eine TikTok-Challenge. Sicher. Es gibt so. Da bin ich sicher überzeugt. Was wir so früh vom 10er-Klumpen. Ich habe sie gesehen auf deinem Kanal letzte Woche. Ich habe keinen TikTok-Kanal. Also. Ich habe keinen TikTok-Kanal.
Aber, nur Freit hat er gehabt. Mit seinem Paragleiter. Schön. Süß war das. Und habe ich getroffen nicht. Wenigstens? Wenn man doch mal da, Oliver, schaut. Habe ich wenigstens getroffen? Ja, sicher. Also, gewonnen hast. Aber lass uns logisch denken, es gibt einen Autopilot. Ja. Und Autopilot ist der praktisch übernimmt, der übernimmt automatisch und der Klopilot nicht. Aber was übernimmt der Klopilot? Vielleicht steuert das Klo einfach. Genau. Klopilot, ja, vielleicht ist der Autopilot der, wenn der Pilot aufs Klo geht, dann fährt der Autopilot. Genau. Also ist der Autopilot gleich der Klopilot. Vielleicht ist das so quasi sein Nickname. Also das habe ich auch schon gedacht, aber weißt du, sagst nicht, weil es sicher Blödsinn. Okay, na, gut. Autopilot stimmt ja schon von vorne, weil es ein Flugzeug ist. Ne? Der Blödsinn. Und der Klopilot. Danke. Das Klorakel. Nein. Okay. Nein, der Klopilot, ist der Kapitän auf der Air Toilette. Ja, das ist eine französische Fluglinie, die in Konkurrenz zur Air France auch quasi Low-Cost halt, ne? Ja. Also dadurch aber Rohkost. Und, okay. Und die Flugbegleiterin ist die ehemalige Skilerin, Läuferin Regina Häusl. Die, die Französin. Regine Häusl. Regine Häusl. Erzähl mir mehr, gefällt mir gut. Ja. Und der Globalet sagt Café au lait, s'il vous plaît. Ja, es ist, dort wird sehr günstig geflogen auch. Ja. Es ist zwar ein bisschen Chance, aber. Okay. Das könnte oder, die Lösung sein, das Globiloten. Oder es ist zum Beispiel, wir haben eine Familie, wir haben so eine vierköpfige Familie und die sind Kinder schon ausgezogen, aber früher, als wir daheim waren, wir haben nur ein Klo gehabt. Ja. Und der Erste, der da früher aufs Klo hätte gehen, das war der Klopilot. Was will man? Ich weiß, wie du meinst. Das war schön. Wieso verstehe ich ihn aber besser als dich? Weil er so langsam ist. Also okay. Okay. Ja, aber vielleicht braucht der Klopilot braucht das nach Turbulenzen. Also wenn zum Beispiel jemand... ja, aber vielleicht noch zu dem Gedanken von dem Autopilot. Es gibt so vielleicht im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, vielleicht können so Autopiloten in Zukunft anhand des Stuhlgangs schon feststellen, wo man hin will. Wobei zu fragen wäre... Entschuldigung, du gehst auf die Toilette. Du gehst auf die Toilette und dann sitzt du ins Auto und es hat dann schon über Bluetooth mitbekommen, wo du hin willst. Das gefällt mir. Du weißt, gehst auf die Toilette sagt, uns bleibt immer noch Paris. Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist, ich hab noch. Vielleicht war das ja nur so ein... Sie haben noch linguistisches Upgrade. Bitte, vielleicht war das ja nur ein linguistisches Upgrade eines Berufs, das ein bisschen überzogen war. Ah ja, diesen Satz übersetzt für Sie, Günther Leiner. Ja, aber er verstehst du aber auch nicht. Ich hab das geschafft, er muss das jetzt machen. Okay, also ein linguistisches Problem. Früher hat man gesagt, Putzfrau. Ja. Macht man nicht mehr. Na. Man sagt Facility Management. Natürlich. Vielleicht haben die sich gedacht, was machen wir in der Personalunion für uns fliegende Mitarbeiter? Haben wir gesagt, na, das ist nicht mehr die Putzfrau, das ist Klopilot. Um den Beruf aufzuwerten, verstehst du? Ach so, du meinst, okay, ja. Die Putzfrau im Flugzeug ist die Klopilotin. Genau. Ja. Ist das gut? Das ist fantastisch. Stimmt. Sensationell, natürlich nicht. Oh, entschuldige. Ich wusste, dass das einmal passiert. Übrigens, so, ja. Es gibt jetzt Einkaufswagen. Ich schenk's Ihnen, das gehört Ihnen. Danke. Einkaufswagen zusammenschieber, darfst du auch nicht mehr sagen. Das heißt jetzt Trolley Manager. Ja. Und Hotelportier ist jetzt Executive Manager Incoming Outgoing. Ein Wirt ist ein Saufmanager. Schon? Ja. Aber die Frage, die jetzt irgendwie sich aufdrängt, weil wir dann schon so viele Globiloten Lösungsversuche gehabt haben, ist der Stuhlgang dann die Rückkehr des Piloten zu seinem Sitz? Apropos. Magst du auch so? Ich möchte noch einmal zurückkommen. Zu Beginn dieser Frage, nachdem wir die Zuspielung vom Andrasch gesehen haben, habe ich zu Günther Leiner gesagt, komm,
Sag einfach was und es wird richtig. Was war die erste Antwort, die du gegeben hast? Das ist jetzt aber schon ein bisschen lang aus. der Klopilot ist der Co-Pilot, der aufs Klo geht. So, und jetzt fragen wir den Andrasch, was die richtige Antwort ist. Es ist tatsächlich ein Begriff aus dem Fliegerjargon. Und damit es nicht heißt, ich hätte mir das ausgedacht, darf ich aus der über alle Zweifel erhabenen Zeit zitieren. In einem Artikel, der im Dezember 2016 erschienen ist, heißt es: Wenn ein Pilot mal muss, dann setze ich eine Stewardess ins Cockpit, intern Klopilotin genannt. Handelt es sich um einen männlichen Steward, wird dieser Klopilot genannt. Günter Leiner hat einen Lauf! Oh! Günter Leiner hat einen Lauf! Wahnsinn! Der ist drauf, gell? Ich auch. Ja. Ich habe überhaupt noch nicht geschafft. Ja. 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 Wahnsinn! Wirklich! So, Achtung, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Jetzt kannst du gar keine richtige Antwort geben, weil du kommst ja immer als Letzter dran. Ach so, ja. Wir kommen nämlich zu unserer Lieblingsrubrik. Ding der Woche. Jawohl, das ist das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Woche. Und ich darf Ihnen kurz via Insert zeigen, wozu es dient. Ich weiß schon wieder. Aber du musst es leider gedulden, weil ich fange beim A. Lecks. Aber an! Dankeschön! Leider kann ich. Leider, schaut. Das heißt Ding der Woche, also es kommt aus China. Ich hab verstanden. Schon, gell? Aber ob das richtig ist. Xi Xing Ding. Das ist ein in mehreren Achsen bewegliches Klumpert. da kann man was einklemmen. Das ist eine Halterung. Das ist eine Halterung. Mhm. Das ist eine Halterung. Da steht drauf P-Guard. Also es beschützt irgendwas. Also ein P-Guard. Also vielleicht ein. Wir haben den Welttoilettentag. Also es könnte ein P-Guard sein. Ein BB-Guard. Guard. Was steht auf P-Guard? Da steht P-Guard. Guard. Also Guard. Wieder welcher? Lifeguard. Ja, der Lifeguard. Ja, genau. Das sind zwei dann praktisch. Gut. Es hilft extrem, wenn man weiß, was draufsteht. Ja. Garten. Ah, im Garten, alles klar. Da kommt der Rasenmäherstecker drauf. Was redest du? Wie schreibt man das? Mit B? Mit P? Mit harten P. P-Guard. P-Guard, ja. Okay, OP. Okay. Und ich gehe davon aus, da du ja gesagt hast, das ist der Welttoilettentag, hat es auch irgendwas mit Pi zu tun. Ja, genau. Weil du den Pi. Aber vielleicht ist es auch nicht nur Welttoilettentag, sondern auch der 3,14. Weiter weiß ich nicht. Ja, also Pi, du meinst 3,4. Ja, ja. Ja, das könnte auch sein. Dort, Fakt ist, da oben steckt. Der passt nämlich auf, dass du mehr stellen kannst als der Moderator. Das kann man zerlegen. Boah, ja. Das kann man zerlegen. 3,147603. Es ist. Das ist der Euro-Umrechner. Das ist aber 13,76. Aber danke. Also. Es ist auf jeden Fall ein irrsinniger Dreck. Nein, also ich bin überzeugt, dass du es irgendwann einmal hättest verwenden können, eventuell. Beim aufs Klo gehen? Weil, da warst du aber kleiner als jetzt. Ja. Aber da muss man jetzt schon drauf kommen. Weitergeben. Ich weiß nicht, ich gebe es einmal dem Rudi. Also, okay. Danke, ansonsten hätte ich nur gesagt, das ist vielleicht irgendwas von Erwin Wurm, aber in einer Fälschung von André Hell. Ja. Sehr geil. Super. Fantastisch. Mir als erstes mal auffällt, das ist schon hinig, oder? Ja. Hinig heißt kaputt. Ach so, nein. Hinig ist so geil. Es ist schon hinig. Ich habe gehofft, dass der Alex als erster es irgendwie an dieser gebrochenen Stelle noch einmal bricht, dass ich ihm Vorwürfe machen kann. Ach so, aber kann ich schon machen. Nein, die Wahrheit ist, dass ich es heute bei der Proberunde habe ich kaputt gemacht. Ja, aber dann sind wir es aber nicht da raus. Aber wobei? Oh ja, es gehört so. Die Frage. Okay. Die OF-Technik hat es, also die Requisite hat das super hergerichtet. Es war wirklich komplett gebrochen. Bravo! Ja. Mir war es so unangenehm, weil wir haben nur eines. Sonst,
Sonst hättest du halt das als Ding der Woche genommen, aber auch keiner draufgekommen. Also ich habe nur an die Besitzer Kappel, der Rudi hat recht. Und es heißt ja P-Guard, ne? Und P sagt man auf Englisch ja auch als Abkürzung für Pipi, also für den Piepmatz quasi. Ja, ja. Das heißt, das ist ein Suspensorium, ne? Das ist ein Kapperl, was man so tragt, als Schutz. Und hier kann man das Handy einklemmen, damit man ohne während man geht, ständig so am Handy tippen kann. Mein zweiter Tipp ist, da steht eine Internetadresse drauf. Vielleicht gehen wir die einfach rein und schauen nach, was www.gordonellis.com. Wenn irgendwer ein Handy hat, direkt auflösen. Nice. So. Jetzt nur, also der Alex hätte es in früheren Tagen verwenden können, der Rudi hätte es in früheren Tagen verwenden können, auch du hättest es in früheren Tagen verwenden können. Ich nicht. Dann war es eh das, was der Bernd gesagt hat. Ich finde es übrigens jetzt gerade sehr schade, dass das mit den Desinfektionssprays sich aufgehört hat. Aber ja. Es ist, ich hab's. Bevor ich es heute ruiniert habe, habe ich es aus einer Originalverpackung rausgeholt. Also es hat es niemand benutzt. Es ist der P-Guard offenbar, also ja, nur für Männer mit Penis, darum P. Ja. Also nur für Mitglieder. P, also Mitglieder. Für Menschen mit Penis, besser gesagt. Für Menschen. Und ich glaube, das ist jetzt also explizit von der Fluglinie, ich glaube, das ist von Eurowings farblich. Mhm. Ja. Der Klopilot muss das immer aufsetzen, während der Klopilot. Damit man weiß, weil sonst ist es extrem verwirrend. Ja. Also. Oder Eurowings ist die Farbe. Die von Austrian habe ich gesehen, haben rot. Ja. Ja. Und ja, die von Wizz haben pink. Also wer setzt das auf? Die Flugbegleiterin, die den Piloten, der auf die Toilette geht, setzt das auf? Damit na, offensichtlich nur der Flugbegleiter. Ist ja eine binäre Welt, wie du bestimmt hast. Ist ja nur für Männer. Achso. Darf ich lösen, bevor es der Günther Leiner kriegt? Wer hat schon zwei Richtige gesagt und ich weiß es aber jetzt. Nein, das sage ich nur vorher was. Schauen wir mal, ob es der Günther Leiner auflösen kann. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall kann er es jetzt angreifen. Die Malarina hat den entscheidenden Hinweis gegeben. Nein, aber die Keime sind jetzt oben im Kopf, die kann er jetzt angreifen. Die wahren Keime sind im Kopf und sind sie nicht. Ganz ehrlich, wir sind ein Cluster, mein Lieber, hau rein. Auch rein. Und vor allem, wie gesagt, es ist nur nicht benutzt. Ja, ich kriege ja so Spams immer, so E-Mails, die kann ich dir nicht. Spams, ja, ja, ja. Und jetzt weiß ich es eigentlich. Ich kriege oft so Mails mit Penisverlängerung und jetzt weiß ich, was das ist. Das ist praktisch die. Ein Spam-Mail. Das nie aussieht. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht, oder? Nein, jetzt hast du es mal nicht gelöst, Günther. Ich bin jetzt gespannt, was der Christian wirklich. Ja, aber jetzt sag doch, ich habe doch eh schon. Ich glaube, es ist ein Soundspiel. Haben sich Penisse optisch so stark verändert? Ja. Ich kann das. Ja. Wow, also, muss ich sagen. Wow. Ja, das war. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist irgendein Sandspielzeug. Ein Sandspielzeug. Ja, wieso kannst du dann die Malerina nicht. Also, nein, weil sie nicht Sand gespielt hat. Nein, sie hat schon vollkommen recht gehabt. Ihr habt das nichts gehabt, oder? Früher. Nein, wir waren ganz arme Leute. Nichts Sand, nichts Plastik, gar nichts. Kein Spülplatz, kein Sandkisten. Nein, war ganz schlimm. War ganz schlimm. Nein, es tut mir zu leid. Ja, ich weiß. Gib zurück. Alex, soll ich nur was sagen? Nein, sag nichts mehr. Nein, oder für irgendwas für Handy. Ja, sage ich ja. Aber warum sollte er, warum kann das die Malerina oder ein Handy? Ich sag da, was sie ist. Was? Die Malerina hat einen völlig richtigen Hinweis gegeben. Es ist. P steht für Penis und das ist die Handyhalterung von Thomas Schmidt, bevor er die Spatzelfotos gemacht hat. Und das gefällt mir so gut, dass ich das als richtige Antwort gelten lasse. Ja. Deswegen ist es ein Türkis, glaube ich. Mensch, der P-Guard ist tatsächlich. Shoutout an Beidelgate. Ja, aber ich habe genau deshalb gemeint, dass nur ihr und nicht heute, nicht jetzt, sondern in früheren Jahren. Der Alex, der Rudi, der Erne und ich. Ja, naja, kommt drauf. Es ist für kleine Buben. Ja, Bernie sagt das. Nur ich nicht. Genau, wie es ist irgendwie für kleine Buben zum Klo gehen, dass nicht der Urin überall hinfließt. Das ist vollkommen richtig. Das ist der P-Guard für kleine Buben, die vom Topf auf die Toilette gehen.
Und die ist natürlich viel zu groß für kleine Buben. Und damit er so quasi dann nicht irgendwie so quasi der Feuerwehrschlauch durch die Gegend das rotiert. Unter die Klobrille? Okay. So wird es da. So. Ah, also da ludelt der rein. Ich wollte schon fragen, Bernie, nein, bitte, wie geht... fädelst du da ein? So. Ah. Okay. Es geht darum, dass da nicht alles davon spritzt. Ach so. Mitzi Runic aus Wien, 300 Euro Büchergutschein. Hallo. Danke vielmals. Hallo. Dankeschön. Darf ich es jetzt behalten? Ah, ich habe mir es gar nicht geholt. Das ist wieder was super, Oliver. Ja, Bernie, aber so einen Strahl wirst du nie pinkeln, sei ehrlich. Also. Das schaut, das haben super geklebt von der ORF-Requisite. Dann ist das nächste nicht. Woche gleich wieder ruinieren. So, ich war alles geplant. Ja, so, jetzt schau mal, ich's. Ich glaube, du brauchst das. Was gibt es Neues? Vom Kabarettisten und Schauspieler Gregor Seeberg. Nächste Woche nächsten Freitag präsentiert er in der Wiener Kulisse sein Best-of-Programm Gregor Seebergs Schatzkiste. Und er ist auch sonst noch recht umtriebig und vielleicht kennen ihn einige als Sprecher von Universum. Da hat er einige Folgen synchronisiert und deswegen hat er auch so ein Faible für Viecher. Und das haben wir jetzt voll ausgenutzt und gesagt, Gregor, diese Frage, die wir jetzt haben, bitte stell du sie. Schönen guten Abend in die Runde. Als jemand, der alles, was kreucht, fleucht und flattert, wirklich liebt, habe ich folgende Frage an euch. Warum heißt die südamerikanische Dampfschiffente Dampfschiffente? So schaut sie aus. Aha, verheiratet. Ja, die war über ein Dampfschiff. Aber natürlich, wo ich einen Topf finde, nicht? Ja, genau. Verheiratet. Ja, aber Bigamie. Bigamie, macht ja nichts. Ja. Bei Enten gar nicht gäbe. Ist das die Ente, in Burgenland gibt es ja die Störche, die auf die Rauchfänge oben sind. Ja. Die ist auf die Dampfschiffe oben. Auf die oben da. Darum ist sie so schwarzer. Die ist blau. Das ist die Frage. Blau? Ist die nicht blau? Ich sehe es nicht, ich bin farbenblind. Echt? Schönes rotes Hemd hast du an. Aber Oliver, was ist denn jetzt eigentlich noch die Frage? Was ist eine Dampfschiffente und das ist sie? Ist gelöst. Nein, die Frage war nicht, was ist eine Dampfschiffente, sondern warum heißt sie Dampfschiffente? Weil sie weder schwimmen noch fliegen kann. Sie fährt nur mit dem Dampfschiff. Genau. Okay. Gut. Parasit, ja. Parasit. Blinder Passagier. Gibt es auch die Abfangjägerente, die südamerikanische, die fliegt immer ins Triebwerk eine von diesen F-16 und dann gibt es Turbinenenten und Dampfschiffenten. Das sind die, die dadurch umkommen, wo sie reinfliegen. Mhm. Die halt ins Geschräub vom Dampfschiff. Du, danke, ich höre gerade, wir haben genug Sendezeit. Danke. Dankeschön. Ja. Kannst du aufhören. Okay. Kannst schon aufhören. Danke. Okay. Falls du doch noch Sendezeit brauchst, ich habe noch was Sinnloses. Zum Schneiden. Ja, was? Genau, also vielleicht ist es eine Ente, die sehr gerne Alkohol trinkt, dann hat es einen Dampf, dann geht es schief und ist immer nur eine Ente. Super, aber wir haben leider schon genug Sendezeit. Aber großartig, wunderbar. Wir sind der Henne. So, pass auf. Willst du noch? Ja. Aber wir haben keine Sendezeit. Bitte sag noch. Ich sehe sicher falsch. Ihr macht ein Geräusch, was klingt wie ein Dampfschiff. Also kommt die vorbei. Und die letzte Scheiße, Dampfschiff. Und dann schaust du hier und es ist aber nur eine kleine Enten. Verdammte Dampfschiff-Enten. Ja. Ich möchte auch was sagen. Nein, wir haben aber keine Sendezeit. Nein, eine so knusprige Ente. Das war's schon. Und dafür überziehen wir jetzt. Dafür muss ich jetzt überziehen. Bitte, ja. Okay. Gregor Seeberg. Du musst nicht mehr sagen. Gregor Seeberg, bitte erlöse uns und sag uns, was die warum die Dampfschiffente Dampfschiffente heißt. Bring's zum Ente. Ja, also von diesen recht massigen Vögeln kann nur eine Art fliegen. Was machen jetzt aber die anderen, wenn sie es eilig haben? Zum Beispiel auf der Flucht. Dann setzen sie ihre kleinen, schmalen Flügel abwechselnd ein, wie so ein Kajakfahrer sein Doppelpaddel.
Und diese rasche, rotierende Bewegung erinnert an einen Raddampfer. Und deshalb Dampfschiffente. Dankeschön, Gregor Seeberg, Dampfschiffente. Wer hat das gesagt? Du hast es gesagt? Lerne. Wer? Ja. Niemand hat das gesagt. Ich hab's gesagt. Alle haben es gesagt. Alle, ja. Wann habt ihr das gesagt? Hallo, das war mein erster Gedanke. Ganz am Anfang. Du hast nicht so viel gelöst. Nein, aber da war so, das war die Auflösung zu Dampfschiffente. Jetzt fehlt nur noch ein Abschlusssatz. Wir sind am Ende der Sendung. Ente gut, alles gut. Großartig. Also, danke ans Publikum, an mein hervorragendes Ratteteam. Und danke an Sie zu Hause. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt Sommerpause. Warum Sommerpause? Weil jetzt ist Fußball-WM. Und die Fußball-WM ist immer im Sommer. Deswegen ist jetzt die nächsten Wochen Sommerpause. Wir sind dann wieder am 16. Dezember für Sie da. Mit noch einer offiziellen Sendung vor dem neuen Jahr und vor Weihnachten. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Bei Was gibt es heute? Hey! So. Aber ihr könnt das dem Publikum schenken, wenn ihr wollt, okay? Können wir das nicht sofort schenken? Hat jemand Kinder?